Na, Peter? Wie war die letzte Zeit? Ja, also dank deiner Übung bin ich ganz gut durchgekommen. Du siehst auch so richtig entspannt aus. Ja, ne? Sporthose. Also, ja, also heute bin ich bereit. Ich könnte heute auch ein bisschen was mitmachen. Okay. Aber sag mal hier, wie viele Klicks hat's denn überhaupt? Ich glaube 5. Oh, das geht richtig gut los hier. Ja, wird eine Welle, du. Ja, das stimmt. Wirst du sehen. Richtig gut. Also, ich bin bereit heute, ich würde was mitmachen. Okay. Also heute. Bleib noch kurz sitzen. Das klingt gut, ja. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ich guck noch einmal auf unseren Plan, was wir heute machen könnten. So, Sommersemester 2020, Gesundheitsmanagement. Bewegung und Wirbelsäule. Das klingt anstrengend. Ich finde, das würde heute passen. Kann ich tauschen noch? Nein, nein, lass uns das Thema machen. Okay, dann kannst du dich gerne mal hinstellen? Ich dachte, wir können so ein bisschen im Sitzen. Nein. Das ist doch auch nicht schlecht. Für unsere Zuschauer vielleicht noch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden das wieder so machen, dass Peter heute einen Satz durchführt und ihr dann die Möglichkeit habt, auf Pause zu drücken und noch einen zweiten Satz hinterher zu trainieren. Und ansonsten, genau, macht ihr einfach mit. Peter beginnt und nimmt mal die Arme so nach außen. Genau. Mhm. Und jetzt atmest du mal richtig schön ein und ziehst die Schulterblätter hinten zusammen. Und mit der Ausatmung gehst du dann zur rechten Seite und führst die rechte Hand an die rechte Hosennaht. Ach, so. Genau. Einatmen, wieder in die Mitte zurück und bleib auf beiden Füßen stehen. Veranker dich richtig schön. Atme wieder ein und geh mit der Ausatmung zur Seite. Einatmen und ausatmen. Ja, und Peter, öffne dich noch ein bisschen mehr. Dein T-Shirt kann hinten so eine richtige Falte schlagen. Ach, wenn du so. Ja, und dann... Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, ne? Genau. Einatmen. Öffnen. Und ausatmen. Sehr gut. Einmal noch pro Seite. Und immer den Fokus auf die Atmung haben. Und wieder aus. Sehr gut. Streck dich einmal richtig... Nach hinten einmal so richtig schön weit machen, die Botschaft empfangen und wieder ausatmen. So nach unten so ein bisschen. Okay, sehr gut. Ich habe Angst. Das ist gut. Peter, jetzt gehen wir zur Seite. Guck mal einmal zu mir, genau. Du stützt dich jetzt mal so auf die Oberschenkel. Genau, du stützt dich. Und jetzt gehst du mal diagonal so mit dem linken Arm nach vorne, das rechte Bein nach hinten. So? Ja. Verrückt. Und jetzt streckst du dich richtig lang, atmest ein und mit der Ausatmung gehst du wieder in die Kniebeugung. Boah. Achtest darauf, dass die Kniespitze nicht über die Fußspitze kommt. Ja. Einatmen und wieder aus. Das ist eine Position, die ich ganz gut kann, mit dem Superman hier. Ja. Bin ich gewöhnt. Achte trotzdem mal auf deine... Ja, es sieht sehr gut aus. Du machst das richtig gut. Als kleiner Hinweis, achte hier so ein bisschen darauf, dass du nicht zu weit hier hochkommst. Genau. Sehr schön. Und diagonal auseinanderziehen und wieder hier so ein bisschen kleines Stückchen nach unten korrigieren. Sehr gut. Ausatmen und eine. Also langsam fängt es an zu wirken. Ja, genau. Und in die Streckung kommen. Dass auch das Standbein immer so ein bisschen in die Kniestrecken kommt. Genau. Einatmen und aus. Einmal pro Seite. Einatmen und wieder ausatmen. Und der letzte Wechsel. Einatmen und wieder ausatmen. Sehr gut. Wo spürst du es? Überall. Also vor allem hier. Es ist eine Übung, die sehr stark auf den Gesäßmuskel und den unteren Rücken geht. Ja. Sehr gut. Gut, Peter, jetzt einmal in den Kniestand und zwar, jetzt gehst du so auf die Knie, genau. Schaust nach vorne, schön. Und jetzt habe ich ja hier meinen Stab. Jetzt komm mal einmal nach oben, genau. Und auch für zu Hause, achtet darauf,
dass ihr hier in einer Linie seid, Oberschenkel, Oberkörper. Und jetzt stellen wir mal das linke Bein nach außen raus. So, genau. Und mit den Händen gehst du so in so eine Ampelmann-Position wieder. Gehst jetzt mit der rechten Hand mal Richtung Boden. Und ja, nur so weit, wie du jetzt vielleicht so ein ganz kleines bisschen Kontakt mit der Fingerspitze hast, schaust nach vorne und ihr achtet darauf, dass sie hier schön in einer Linie bleibt, genau wie Peter. Und jetzt atmest du ein, machst weit und mit der Ausatmung gehst du wieder so zusammen. Nein, du bleibst eigentlich mit dem Oberkörper oben. So. Genau. Ja. Weit machen, einatmen und ausatmen, wieder zusammenkommen. Genau. Einatmen. Das habe ich ja noch nie gemacht. Ja, es ist eben eine schöne Übung, weil man mehrere Muskelgruppen beteiligt hat. Man hat diese notwendige Grundspannung, die eine große Rolle spielt. Man merkt es auch relativ schnell, dass man hier ermüdet. Man hat auch so ein bisschen die Gesäßmuskelanteile und den oberen Rücken beteiligt. Also ganz viel Muskulatur in einer Übung. Einatmen. Aber du weißt, ich habe noch eine andere Seite, ne? Ja, einmal noch. Oh Gott. Das machst du sehr gut. Einatmen. Und wieder ausatmen. Sehr gut. Das klingt so trainiert, wenn du es immer sagst, ich mache das gut. Wie bitte? Das klingt immer so trainiert. Was meinst du, das gar nicht ernst? Ach so. Das, ja, das gehört zum Business dazu. Einatmen. Hat's befürchtet. Und jetzt achte mal hier auf deinen, ich muss hier mal so umständlich so ein bisschen dich nach vorne schieben. Ja, sehr gut. Denk an die 1,50 Meter. Ja, einatmen. Und wieder ausatmen. Einatmen und du könntest fast noch so ein kleines bisschen, ja, ich meine, hier die Linie ist gut. Sehr schön. Und mach dich richtig schön weit, einatmen und wieder ausatmen. Und nochmal einatmen. Und jetzt noch die letzten zwei Wiederholungen. Einmal weit machen. Sehr gut. Und die letzte Wiederholung. Den oberen Rücken aufdehnen und wieder zusammen. Also jetzt brauche ich mal eine Pause. Du. Jetzt kannst du mal in die Entspannungsposition gehen. Das wäre sehr gut. In diese Position, dass du so auf den Unterschenkel gehst. Ja. Genau, jetzt kannst du die Arme entweder nach hinten nehmen. So, schön. Ja. Eine andere Variante wäre eben, die Arme auch lang nach vorne zu strecken. Oder aber auch so die Hände vor sich übereinander zu legen und die Stirn auf die Handrückseite geht auch. Peter hat sich für die entschieden. Und jetzt achte mal darauf, dass mit der Einatmung der Atemfluss in die Lendenwirbelsäule gezogen wird, frische Energie aufnehmen und mit der Ausatmung die verbrauchte Energie und Spannung wieder entweichen lassen. Genau, auch ihr zu Hause immer versuchen, eben diesen Atemfluss durch den Körper fließen zu lassen. Auch zusätzlich nochmal versuchen, über die Struktur, über die Haut, frische Energie in den Bereich hineinzuziehen. Stellt euch vor, ihr könnt durch diesen Bereich atmen, zieht frische Energie ein und lasst mit der Ausatmung verbrauchte Energie und Spannung wieder entweichen. Man spürt dann auch, dass man eben so ganz klein ein bisschen zusammensinkt. Man hat es bei Peter jetzt auch schon gesehen. Also wird so ein bisschen kleiner, findet mehr in die Position hinein. So, geht wieder. Sehr gut. Topfit wieder. Nächste Position. Gut. Bitte einmal in die Rückenlage. Ja, das ist jetzt das die schönste Übung bisher. Ne? Ja, ja, richtig. Sehr gut. Nächste Übung ist für den Bauchmuskelbereich. Du winkelst mal beide Beine an und hebst die Beine so ab, genau. Jetzt machen wir das so, dass wir so eine Art Fahrradfahrbewegung machen. Und immer wenn du den rechten Oberschenkel zum Körper ranziehst, atmest du ein. Und wenn du das rechte Bein nach vorne wieder rausstreckst, wieder aus. Wichtig ist, dass ihr und du das Bein nicht, die Beine nur so weit nach vorne durchstreckt, wie ihr die Spannung hier unten im Lendenwirbelsäulenbereich halten könnt. Ich denke, wie eine Dampfmaschine. Wie eine Dampfmaschine, genau. Und jetzt nehmen wir mal noch
eine imaginäre Handkurbel dazu. Oh Gott. Tu mal so, als wenn du eine Handkurbel in der Hand hast und die vorwärts mitrotierst. Genau. Du bleibst bei deinem Rhythmus, bei dem Atemrhythmus und setzt jetzt mal bei der Handkurbel auf rückwärts. Hä? Vorwärts Beine weiter und rückwärts die Handkurbel dagegen. So ein bisschen aus der Rubrik Kinetikübung, wo eben die rechte und die linke Gehirnhälfte miteinander verknüpft werden, wo es um Koordination geht. Das setzt voraus, dass man zwei hat, ne? Ja. Genau. Vorwärts die Beine, rückwärts. Ja, Peter, machst du sehr gut. Bin ich bald da? Noch nicht. Oh Gott. Du kannst aber mal eine Zwischenpause machen. Also einmal absetzen. Oh. Und jetzt streckst du mal die Beine richtig schön aus. Du kannst auch mal die Arme über den Kopf rausstrecken und dich mal so diagonal auseinanderziehen. Einmal den rechten Arm nach oben strecken, das linke Bein nach unten. Genau, dass man sich so diagonal richtig schön einmal streckt, einatmet und wieder raus. Und wichtig ist, aus der Hüfte so rausdrücken, das Bein. Einatmen, langziehen, ausatmen, wieder zurück. So, Peter, letzte Übung. Und zwar gehst du mal in die Bankstellung. Ich habe dir auch ein kleines Zusatzgewicht schon mal in Position gelegt. Hast du mal den Wechsel gelobt? Der war absolut geschmeidig. Ja, das ist so schnell, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was ist für Zusatzgewicht? Hier vorne, guck mal, hier liegt's. Was sind das? Das ist eine Sellerieknolle. Das habe ich noch nie gesehen, irgendein Stein. Das kannst du schön schälen und in Scheiben schneiden und dann Sellerieschnitzel draus braten. Wirklich. Also was wir jetzt machen, wir nutzen sie als Zusatzgewicht. Du kannst auch andere Gewichte nehmen. Jetzt führ mal bitte deinen linken Ellbogen zum rechten Oberschenkel. Du wirst rund, genau, runde auch ruhig mal deine Wirbelsäule. So. Diese Beweglichkeit ist wichtig. Und jetzt gehst du in die Streckung und atmest mal richtig schön ein, streckst dich und gehst mit der Ausatmung wieder mit dem Ellbogen zum Oberschenkel. Hast das recht. Das geht nur mit Sellerie. Das geht wirklich nur mit dieser Sellerieknolle. Mit Schnitzel wäre blöd jetzt. Und wichtig ist eben, dass du die Wirbelsäule in Beweglichkeit hältst, also dass du auch dieses Runden und wieder Strecken durchführst. Genau. Ja, es ist jetzt schön zu sehen, dass du hier in einer Ebene bleibst, dass man jetzt hier wirklich sieht, wie du unten bleibst. Achte ein bisschen drauf, genau. Naturtalent, sag ich doch. Ja. Hast du einen richtigen Partner geholt heute? Strecken und wieder. Sehr gut. Hast du mitgezählt, Peter? Ja, im Film kann man ja vorspulen. Machen wir mal was anderes jetzt. Also, letzte Wiederholung. Ah, sehr gut. Okay. Brauchst du eine kleine Zwischenpause oder wollen wir gleich die andere Seite? Einmal die andere Seite, sehr gut. Strecken. Das ist sowieso meine bessere. Ja, trotzdem, auch wenn sie besser ist, dich das Tempo anziehen. Achte mal hier drauf, wirklich, dass du in einer Ebene bleibst. Strecken, ausatmen, sehr gut. Sehr schön. Ich bin fertig. Wahnsinn, ne? 9 Jahre Sportstudio. Strecken. Muss man da alles lernen? Noch 2 Wiederholungen. Strecken und runden. Sehr gut. Okay. Wieder aufs alte HTW-Kalo. Ja. Und jetzt einmal die Entlastungshaltung. Geh nochmal entweder Arme nach vorne, seitlich. Nach vorne. Dann mach ich das mal. Mach mal das, ja. Und versuch nochmal über die Atmung einen guten Ausgleich zu finden, einzuatmen, frische Energie aufzunehmen und mit der Ausatmung die verbrauchte Energie entweichen lassen. Und genau das ist eben auch ein wichtiger Aspekt im Wirbelsäulentraining, dass man eben neben dieser Kräftigungsanteile auch die Entspannung und die Beweglichkeit trainiert. Gut, Peter, letzte Übung. Das klingt gut. Du setzt dich wieder in Position. Das klingt noch besser. Geh rein. Genau, in dein. Das ist Christian und meine Lieblingsübung. Ja. Ach ja. So, wenn du magst, kannst du die Beine strecken, du kannst die Augen schließen, du kannst langsam den Atemrhythmus so ein bisschen runterfahren,
Und diese Entspannung ist eben ganz wichtig, um so ein gutes Wechselspiel aus Anspannung und Entspannung zu finden. Und damit würde ich heute abschließen. Ich bedanke mich für euer Mitmachen. Bleibt in Bewegung, esst Pflanzen und kommt zum Hochschulsport. Und wenn ihr Vorschläge habt für unsere Übungen hier oder was kommentieren wollt, am besten direkt kommentieren oder eine Mail an Peter, der beantwortet in der Regel sofort. Macht's gut, bis bald.